Welt seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Woche. Richtig, es ist ja eine Fußballwoche, gell? Genau, Endspiel Europapokal und Relegation gleichzeitig. Mir geht es aber heute um die Relegation, da wollte ich doch mal mit euch drüber sprechen. Folgendermaßen. Ich mag die Relegation nicht. Machen wir es kurz, ich mag sie nicht. Und ich versuche zu erforschen, warum. Und ihr könnt mir sagen, warum sie vielleicht doch gut ist. Und vielleicht habe ich dann für die Zukunft eine bessere Perspektive. Ich bin noch am Hin und Her überlegen. Ihr müsst mir was sagen. Wir sind doch eine Fußballnation. Wir haben doch alle recht. Das müssen wir ergründen. Jetzt spielt dieses Jahr Hertha gegen HSV in der Relegation. Ich habe da keinen Favoriten. Das ist, wie gesagt, für mich relativ entspannt. Das heißt, ich habe jetzt gar nicht so das Ding, dass... Wenn ich jetzt Fan des Zweitliga-Vereins, also des HSV wäre, dass ich sage, blöde Relegation, weil dann wäre der HSV einfach schon aufgestiegen, gäbe es die Relegation nicht. Also da habe ich jetzt gar keine Aktien drin in irgendeiner Form. Und jetzt mal als Frankfurter gesprochen, die Eintracht war in ihrer Historie ein paar Mal in der Relegation und sie haben immer gewonnen. Also im Endeffekt, wenn man es aus der Warte sehen würde, als Frankfurter müsste man dann ja sehr dafür sein, so wie man als Hamburger ja eine Zeit lang sehr dafür war. Aber wie gesagt, geht es mir gar nicht drum. Ist jetzt für mich komplett vereinsunabhängig. Ich denke einfach nur über die Relegation als solche nach. Aus verschiedenen Blickwinkeln. Gucken wir doch mal. Ich bin mit der Relegation ein bisschen aufgewachsen. Also ich habe Ende der 80er natürlich mitbekommen, wie die Eintracht gegen Saarbrücken in der Relegation gewonnen hatte. Dann die arme Saarbrücken-Jungs nochmal gescheitert auch. Und ein Jahr drauf wurde sie, glaube ich, direkt schon abgeschafft. Dann war das ja irgendwie 90 oder 91 war das letzte Mal Relegation, weg war sie. Danach gab es fix drei Aufsteiger, drei Absteiger. Das lief dann auch lange so. Und dann irgendwann Ende der 90er war ich ja so aus dem Fußball ein bisschen raus. Und als ich dann vor ein paar Jahren wieder so ein bisschen, also die Ergebnisse dann verfolgt habe, wieder stärker, kam auf einmal die Relegation. Also da war die dann. Ich glaube, zu 2009 oder 10 bin ich wieder ein bisschen mehr so zurückgekommen, dass ich schaue immer noch keine Spiele groß an, aber ich verfolge, was passiert. Und dann war auf einmal da wieder Relegation. Habe ich gefragt, wo kommt die denn auf einmal wieder her? Habe ich gesehen, dass die vor, weiß nicht, 2009 oder irgendwas wurde sie wieder eingeführt. Potzblitz. War für mich ein Relikt aus der Vergangenheit. Auf einmal gab es wieder eine Relegation. Also haben wir sie jetzt. Und anscheinend ist es ja ein Thema, was man immer mal hinzuschalten und wieder abschalten kann. Also kann man da ja auch durchaus mal drüber sprechen, könnte es ja auch wieder weggehen oder mal anders gemacht werden. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass man sagt, das haben wir schon immer so gemacht, überhaupt nicht. Und die Relegation ist was, was sich sehr gerne ändert. Jetzt denke ich natürlich drüber nach, klar ist die Relegation ein großer Vorteil für die höhere Liga. Sicher. Aber normalerweise sollte die höhere Liga etwas spielstärker sein oder ergebnisstärker als die zweite Liga. Und das sieht man auch an den Ergebnissen. Ich glaube, es ist 10-3 für den Erstligisten. Also das scheint ein klarer Vorteil zu sein. Und dadurch bleibt natürlich die Wahrscheinlichkeit für einen Erstligisten drin zu bleiben, dadurch ist sie höher, die Wahrscheinlichkeit, schlicht und ergreifend. Und das ist das, weswegen man die Relegation hier eingeführt hat. Ich finde es ein bisschen schade immer, ich mag ja die Durchmischung, aber ich mag ja auch einfach mal Wechsel. Und wenn einer eine schlechte Saison hatte, raus. Ich würde theoretisch auch 6 Leute absteigen lassen und 6 hoch. Ich fände es witzig. Aber es geht ja auch um, dafür habe ich Verständnis, weil es geht ja nicht nur um mein Amüsement, was ich nicht ganz verstehe in der Welt, aber ganz offensichtlich, ich musste es lernen über die Jahrzehnte. Es geht nicht immer nur um mein Amüsement, sondern auch um wirtschaftliche Planbarkeit und sowas. Nur weil man Verein 3 Spiele mehr verliert als Jahr davor, kann ich gleich absteigen. Und die Einkommensunterschiede zwischen der ersten und zweiten Liga sind so fundamental unterschiedlich, dass das natürlich den ganzen Verein auf den Kopf stellt. Also muss da eine gewisse Beständigkeit rein. Also versuchen sie, am liebsten hätten sie wahrscheinlich nur einen Absteiger jede Saison, damit noch ein bisschen mehr Entspannung reinkommt. Und dann kann man irgendwann sagen, wir machen es wie die amerikanischen Profiligen. Läuft einfach. Ja, und dann gibt es Playoffs oben und der Rest, der spielt halt mit. Kann man auch gut mit planen. Aber anderes Thema. Also dementsprechend habe ich mir das jetzt angeguckt. Und jetzt rechne ich nur noch eigentlich mit 2 fixen Absteigern und die Wahrscheinlichkeit, dass die Hertha drin bleibt, ist wohl ja, 7-3, 8-2, irgend sowas. Die Gegend wird ja getippt. Also ja, ich persönlich finde das ein bisschen schade, weil es für mich das Aufstiegsrennen natürlich ein bisschen entwertet. Das ist so ein Thema. Ich freue mich einfach, wenn eine Mannschaft auf den 3. Platz gelandet ist. Jetzt in diesem Fall war es der HSV. Mit so einem Herzschlagfinale, gerade noch hingebogen, zack, auf den 3. Und dann denke ich mir, und jetzt hoch mit euch. Das ist mein Gefühl dazu.
Der Fußball hat ja eh nichts mit Verstand zu tun. Das ist einfach mein Gefühl dazu. Es wird immer groß argumentiert und boah, ja, nein. Mein Gefühl ist, die haben dritten Platz, die gehören hoch. Jetzt sagt man ja, aber wenn sie gegen den Drittletzten der ersten Liga nicht gewinnen können, sondern in zwei Spielen verlieren, dann sind sie auch nicht stark genug für die erste Liga, dann ist richtig, dass der Erstligist drin bleibt. Das könnte man auch argumentieren für den 17. und 18. Der 18. könnte ja gegen den ersten spielen und der 17. gegen den zweiten. Das könnte man mit den unteren 10 Plätzen machen. Also diese Argumentation geht ja in uns endlich. Das ist ja völlig wurscht. Könnte man sagen, alle drei Plätze unten sind Relegations. Ja, ja. Ich mochte das. Fix drei weg, fix drei hoch. Finde ich prima. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber dann, wie gesagt, haben wir nur 15 sichere Plätze. 16, 17, 18 steigen ab, das ist zu wenig. Dann denke ich mir, klar, die anderen großen Profiligen haben alle 20 Vereine in der ersten Liga, wir haben nur 18. Obwohl wir die größte Liga sind. Also Bevölkerung, stärkstes Land und so weiter. Wir haben die Vereine, wir haben die Masse, Riesending. Wir könnten natürlich, wir haben die wahnsinnigen Zuschauermassen in den Stadien. Wir könnten locker 20 Vereine durchfüttern und wir haben eine extrem starke zweite Liga, die hätte es auch verdient, dass nochmal zwei in die erste Liga kommen, wäre kein Problem für uns. Wird nicht gemacht mit Rücksicht auf die Top-Clubs, die international lange spielen, weil die machen noch Werbetouren und so ein Zeug im Ausland und die sollen ein bisschen entlastet werden, möglichst wenig Ligaspiele. Die hätten ja wahrscheinlich lieber eine Reduzierung auf 16 Vereine für die Entlastung. Ja, das wäre ja noch besser. Und das finde ich ein bisschen schade, da stehen wir dann. Ich glaube, von meinem Gefühl her, also Relegationsspiele sind ja, glaube ich, eigentlich, sind halt für viele, was ich immer mal höre, noch so ein Spannungsboost. Dass man sagt, hey, das ist nochmal coole zwei Spiele, da geht's nochmal, ist ein Endspiel, da geht's nochmal um alles. Das ist natürlich ein Kick für die Zuschauer, nicht unbedingt für die Vereine, die da gegeneinander spielen, aber für die Zuschauer, vor allem für den, sagen wir mal, neutralen, einfach nur sensationsfreudigen Fußball-Zuschauer, ist das natürlich eine spannende Sache. Die geben Vollgas zwei Spiele lang. Ja? Eine 20er Liga und unten drei fixe Absteiger und vielleicht einen vierten dann in der Relegation, wozu man den braucht, weiß ich aber auch nicht wirklich. Also zwei Mannschaften mehr rein, dafür drei fixe Absteiger, wäre ein zusätzlicher fixer Platz in der Liga. Dann gäbe es ja quasi noch einen Absteiger. Ja? Also 18, 19, 20. Gegenüber momentan 17, 18 fix und 16 möglicherweise. Wäre noch mehr Planungssicherheit. Wäre großartig. Aber dafür hat man dann 38 statt 34 Spiele. Wäre jetzt für die unteren kein Problem. Die haben ja auch kein Problem damit, Relegation immer hinterher zu spielen. Von der Belastung sozusagen, dass man sagt, boah, ein Profispieler, der kann nicht so viele Spiele machen. In England und in Spanien, die in den Ligen, in denen die Top-Vereine eigentlich traditionell weit kommen, auch in den europäischen Vereinen und die haben noch einen Pokal, vielleicht haben sie sogar zwei Pokalwettbewerbe kommen, die auf 50 bis 60 Spiele jede Saison und bei uns die Vereine machen es halt ein bisschen ruhiger. Klar kommen aber auch bei uns die Top-Vereine, die durch die europäischen Geschichten mit den K.O.-Runden und so weiter durchgehen und bis ins Finale und im DFB-Pokal weit kommen, die kommen natürlich auch auf eine sehr hohe Zahl, plus dann ihre noch Welttourneen im Sommer oder im Winter, wo sie noch woanders rumspielen und darauf wird Rücksicht genommen. Und ich weiß es nicht. Was sagt denn ihr? Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Also ich weiß, klar wollen wir natürlich auch, dass unsere zwei, drei Top-Vereine international mithalten können. Dann will man sie quasi national schonen. Aber für mich ist der nationale Wettbewerb irgendwie immer noch der interessanteste. Und auch wenn er das vielleicht jetzt gerade eine Bundesliga-Mann nicht ist, aber wird er auch wieder werden. Ich fände eine 20er-Bundesliga spannender als die 95. Erweiterung der europäischen Geschichten. Und komm, wir machen noch eine WM und wir können doch jeden Sommer WM spielen, am besten eine EM in Winter reinlegen noch, dann können wir noch mal ein bisschen mehr durchspielen. Das nervt mich mehr, als dass ich sage, komm, wir hauen mal, guckt euch mal unsere zweite Liga an, was sich da drin tummelt. Es wäre für mich interessanter. Ganz, ganz ehrlich, als irgendwelche merkwürdigen, dann haben wir 160 Mannschaften in den europäischen Wettbewerben von Städten, die ich noch nicht gehört habe. Ist, wie gesagt, für die UEFA sind das hohe Einnahmen, aber ich finde, die DFL könnte mal ein bisschen da schrauben an der Sache. Ich fände die nationalen Wettbewerbe etwas aufgepeppt, ein bisschen größer gemacht, eine breitere Bundesliga mit drei fixen Absteigern unten raus passt. Könnte man, ja, mit vier Absteigern ist da auch nichts geholfen, gell? Wie ist das bei den anderen? Da steigen auch mal vier ab, gell? Man könnte natürlich auch sagen, dass bei Auf- und Abstieg, das gibt es, das haben die Italiener ja. Die Italiener haben ja eine Relegation, aber nur, wenn zwei Mannschaften nah beieinander sind.
Wenn die, oh Gott, ich weiß nicht mehr, haben die 6 Punkte, 8 Punkte, 10 Punkte? Ich weiß nicht mehr, ob das 3- oder 2-Punkte-Regelung war. Ich habe es irgendwann mal gelesen. Ihr wisst's. Dass wenn der Abstand zwischen dem dritten und vierten zu groß ist, punktemäßig, gibt es keine Relegation. Dann gehen die direkt hoch. Wenn die nah beieinander sind, spielen sie, glaube ich, nochmal gegeneinander so eine Art Playoff. Kann man auch meinen. Oder man macht es halt wie die Briten mit ihrer Championship, die Geschichte, dass die nochmal eine Playoff spielen gegeneinander, die unteren Vereine. Und dann überlegt man, wer davon aufsteigt. Könnte man natürlich auch bei den absteigenden Vereinen machen, ein Playoff. Aber da denke ich mir, wer sich auf den 15. Platz gerettet hat, hat sich halt gerettet. Also gerettet. Und dann ist die Sache gut. Und 16, 17, 18 sind fort. Man kann natürlich auch 16, 17, 18 im Playoff gegen 1, 2, 3 spielen lassen. Komplett. Aber dann steht man am Ende einer Zweitligasaison, die man als Top-Mannschaft abgeschlossen hat, ist man halt dann der Depp in den Playoffs, der nicht gewonnen hat. Ja, also ihr seht da, das ist ein, ich finde, das ist ein echtes Problem und ich glaube auch nicht, dass man da eine faire Regelung finden kann. Also nach dem Motto, das, so gehört sich das und so machen wir das und so hat es zu sein, sondern es ist immer einfach nur ein Gefühls-Emotionsding, wie 99%, wie gesagt, beim Fußball. Dass man sagt, unsere Regelung ist halt so. Und ganz wichtig ist, die Regelungen ändern sich ständig. Also es ist gar nichts fix. Und ich grübel momentan. Und dazu, ich habe es anfangs angestellt, komm, reden wir doch gleich drüber. Wenn man amerikanischen Sport verfolgt, die haben ja sowieso das Playoff-System. Das ist es. Wenn man sich andere Ligen anguckt in Europa, gibt es auch durchaus Playoff-Möglichkeiten, die eingebaut werden. Ist auch einfach mal eine andere Sache. Ich frage mich, wie sehr das was durcheinander würfeln würde. Ist ja auch, höre ich immer mal hier aus vielen Ecken, ich weiß nicht, ihr schickt mir relativ viele fußballbezogene Nachrichten. Ich weiß nicht, so oft rede ich doch über Fußball gar nicht. Ich bin auch nicht Fan von irgendeinem Verein. Also ich bin da eigentlich ziemlich entspannt. Ja? Ich freue mich über viele Dinge, die passieren. Das ist so die Sache. Ich freue mich, wenn Freiburg mal was super. Ich freue mich aber auch natürlich, wenn die Eintracht mal jetzt so ein Europa-Ding startet. Hätte mich aber genauso gefreut, wenn Gladbach so ein Europa-Ding gestartet hätte. Also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen, ich freue mich, wenn was passiert, ja. Ich mag das und ich verfolge es eben. Aber momentan stark. Ihr schickt mir viele Fußballsachen gerade. Also, vielleicht liegt was in der Luft. Also, was wollte ich sagen? Richtig. Dieses Playoff-System würde natürlich ein bisschen was würfeln, weil jetzt ihr gerade, was ihr mir mal zuschickt, natürlich mit 10 Meisterschaften von Bayern München in Folge, sagt man, ja, also nur langweilig bei uns in der Bundesliga. Finde ich nicht, weil die Meisterschaft, wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Top-Thema. Ich freue mich über gutes Spiel. Man kann natürlich sagen, am Ende, wir spielen bis zu einem gewissen Punkt und die Top 6, Top 8 spielen dann Playoffs. Kann man natürlich auch nochmal machen. Dazwischen, die können auch nochmal Abstiegsplay. Also man kann das Ding auch kappen. Man macht 20 Mannschaften rein, die 10 oben und die 10 unten spielen jeweils Playoffs, oben um die Top-Positionen und unten um die anderen. Was auch immer, dann kann man auch so einfach, man kann auch Pakete machen. Gar nicht mehr erste, zweite Liga, sondern so Achterpakete nach unten. Und dann kann man jeweils in die anderen hochhüpfen oder nicht, je nachdem, wie man sich halt qualifiziert ist, durchlässiger machen. Ich weiß es nicht. Aber wenn man natürlich an solchen Institutionen wackelt, dann kommt da immer ein irrsinniger Aufschrei. Ich bin da immer sehr verblüfft. Und ich denke mir, die Bundesliga gibt es ja nun auch noch nicht so lang. Ja, vorher wurden ja auch die Meisterschaften anders ausgekegelt. Und jetzt auf einmal ist das irgendwie was, an dem man nichts verändern darf. Was auch immer. Aber das haben wir schon immer so gemacht, gell? Und das ist das so, ich fänd mal andere Sachen gut. Und deswegen, ich möchte das amerikanische System, die haben ja diese Franchises laufen. Das ist halt, die sind halt irgendwann mal auf den Punkt gekommen und haben gemerkt, okay, es ist 99% Geschäft, was hier läuft, wie bei uns im Fußball auch. Und klar geht es darum, und es sind professionell geführte Vereine, das ist nicht mehr irgendwie, wie gesagt, der Kegelclub. Super Kegelclubs übrigens, ich bin Ehrenvorsitzender, ich weiß es. Und man sagt dann, das passt schon. Da haben die halt natürlich irgendwann das gemacht, dass auch so ein Franchise einfach umziehen kann. Von einer Stadt in die andere. Ich finde das, wie gesagt, ist nicht mein Ding. Das wollte ich auch nicht übernehmen. Aber das Playoff-System zum Beispiel. Ich fände so Blöcke gar nicht schlecht. Gar nicht mehr dieses fixe erste, zweite, dritte Liga. Ihr könnt euch ja mal die TV-Geldverteilung anschauen. Kennt ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr da interessiert seid. Wenn nicht, interessiert es euch auch einfach wirklich nicht. Ihr schaut es eh nicht an. Also. Und dann guckt man halt, wie da das Geld verteilt wird. Klar, es spielen nur die zuschauerstarken Mannschaften ein, weil die holen die Leute an den Fernseher und darüber funktioniert es. Und das internationale Geschäft zieht natürlich viel rein. Werbung international machen halt nur ein paar Top-Vereine für die Bundesliga. Dementsprechend läuft. Habe ich ein gewisses Verständnis für den Schlüssel, aber
es geht schon hart runter. Und dann kann man natürlich sagen, wenn wir die ganze Sache ein bisschen durchlässiger machen würden. Ich fände es cool, wenn man auch mal wieder Clubs, mit denen ich halt aufgewachsen bin. Ja, da merkt man halt den alten Mann in mir. Klar würde ich Kaiserslautern gerne irgendwie wieder oben sehen. Aber klar, wenn sie ihre Butze nicht zusammenkriegen, dann halt nicht. Ja, ist auch sicher. Und ich meine, guckt euch mal die Eintracht an, als sie 96 abgeschmiert ist. Es war ja genauso ein Sauhaufen wie Lautern. Ja, auch null organisiert. Oder Nürnberg oder also wirklich, es sind ja große Vereine wirklich durchgerauscht und dann mal wieder hochgekommen mit oder ohne Insolvenz, je nachdem. Deswegen ist natürlich diese Hoffnung, dass es so wird wie in den 80ern vor Bossmann und so weiter. Ich glaube, das können wir kicken. Deswegen, ich wünsche es mir aber trotzdem manchmal. So einen vollen Betzenberg fand ich immer, war eine coole Sache. Das, ja. Aber so habe ich mich auch mal gefreut, wenn Werner Hansch was kommentiert hat. Es ist halt so die Erinnerungen, die man hat und die ziehen sich halt in dieser Romantik dann durch und dann ist man da halt dabei. Aber um jetzt nicht zu viele Themen in ein Video reinzupacken, was ja sonst nicht meine Art ist. Ich fände einfach nur mal einen Modus. Einen Moduswechsel, glaube ich, fände ich gut. Das würde mir gefallen. Und zwar gar nicht aufgrund von großer, wahnsinnig schlauer Überlegungen und denke, so ist es richtig, sondern einfach nur aus einem Gefühl heraus, ich sage, das ist ein bisschen zu fix, was wir haben aktuell. Und ich finde, durch die Relegation, dass nur noch zwei eigentlich absteigen de facto, finde ich es noch ein bisschen zu sehr zementiert. Und das finde ich schade. Ich hätte gerne mehr Bewegung drin. Rein gefühlsmäßig. Einfach nur so. Wie würdet ihr denn gegenüber ein bisschen mehr Bewegung eingestellt sein? Vielleicht mache ich eine Umfrage. Sehr, sehr technisch, muss ich mir überlegen. Aber ich hätte gerne mehr Bewegung. Ihr wisst, was ich meine. So Achterblöcke, glaube ich. Die dann so ein bisschen immer miteinander spielen. Ist es so ein, also, ja, gut, die machen das anders in den Staaten. Das hat damit gar nichts zu tun. Aber so Achterblöcke und die spielen miteinander und dann switcht man zwischen denen so ein bisschen hoch und runter. Und hat, wie gesagt, mehr Bewegung. Das fände ich, glaube ich, mal ganz nett. Bleib ich doch mal dabei. Komm, gerade entwickelt während des Videos die Idee, dass ich da das favorisiere. Ich habe gedacht, ich fände sie doof, aber wenn ich länger drüber rede, gefällt sie mir ganz gut. Oder mal auf 20 aufstocken, fände ich auch mal eine schöne Sache. Ich hab gern, wenn sich was verändert. Ich merke es, ich bin wohl kein Traditionalist. Naja, egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt nette Leute um euch. Ich hoffe, dass euer Verein das gewonnen hat, zu dem er angetreten ist. Relegation oder europäisch. Oder was auch immer passiert ist. Und für alle, die gar nicht Fußball interessiert sind, wünsche ich einfach so ein wunderbares Wochenende. Bis bald.